Für das, was du bist. Jesus schickt seine Jünger raus auf den See, weil er sagt, komm, ihr könnt noch mal fischen. Die Jünger kamen vom Fischen nach Hause und haben so gesagt, Jesus, wir haben nichts gefangen, so frustrierend. Und manchmal fühle ich mich auch so, ich habe nichts gefangen, ich habe nichts erlebt gerade. Und Jesus sagt, geh noch mal raus, fahrt noch mal raus. Und vielleicht geht es dir so mit Lobpreis, Woche für Woche, dieses Online-Zeug. Vielleicht denkst du, boah, ich bin da einfach gar nicht mehr so drin, aber du hast Sehnsucht nach Jesus und vielleicht sagt dir Jesus heute Morgen, weißt du was, fahr noch mal raus, werf die Netze noch mal aus und empfange Jesus und stell dich dahinter und stell dich einfach heute Morgen hin und sag, Jesus, ich weiß, du bist gut, ich will dich erleben, du bist größer als meine Umstände und du hast gewonnen. Oh, Jesus. Das machen wir zusammen. Da, wo du bist, lass uns ihn preisen. Der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang und Sünde und Grab schweigen vor dir. Der Himmel laut tosend, voll Herrlichkeit lobend, weil du nun auferstanden bist. Du hast keine Du regierst für alle Zeit. Und dein ist das Reich und dein ist die Ehre. Und dein Name thront in Ewigkeit. Der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang, Sünde und Grab. Und niemand ist besser.
und ich fürchte mich nicht, nein. Die Schwäche zu zeigen, denn meine Vergehen hast du längst gesehen und doch nennst du mich Freund. Oh, du der Gott meiner Höhe. Unser Vater.